Herzlich willkommen zurück bei Franz vs. Streak. Heute mit dem guten Seth Rollins, auch einige Male gewünscht. Bei den Kommentaren, bei welchen ihr euch auch immer noch beteiligen könnt. Also schreibt in die Kommentare, mit welchem Wrestler ich versuchen soll, die Streak vom Undertaker zu beenden. Nachdem wir in der letzten Episode es mit CM Punk leider nicht geschafft haben, probieren wir es erneut, dieses Mal mit Seth Rollins. Rollins. So. Fähigkeiten und so weiter angucken erstmal, ne? Ihr kennt den Mist. Mittlerweile auswendig. Ich habe WrestleMania 26 Arena genommen. So. Special Moves erstmal. Blackout ist klar. Seth Walker hat auch eine Pin-Kombo, ist auch sehr nützlich. Avada Kedavra. Das ist ein super Kick einfach, glaube ich. Turnbuckle Powerbomb, alles klar. Hm, wieder doof, kann ich nichts an der Stage machen in Sachen Signature Moves. Und Fähigkeitenliste, Sprung nach außen, Sprung, Leverage Pin. Oh, wir haben keine Widerstandsfähigkeit, also den Bonus kriegen wir auf jeden Fall, falls wir gewinnen. Also, na, okay, ich probiere mein Bestes. So, fangen wir an mit ein paar Punches. Okay, geht gut los, ja. Wartet mal kurz, Leute. So, meine Stimmaufnahme läuft ebenfalls. Muss ich kurz nochmal gucken, da war ich mir nicht sicher. So, ab. So, auf den Kopf. So, warte mal, muss man überlegen. Seth Walker geht auf Kopf und Körper, würde ich behaupten. So. Nein, du kannst mich mal. So, jetzt gehst du aber down. Ha! Gekontert. Mit Neckbreaker. Mit der schönen Combo. So, Whip-In, Reversal. Na? Zu früh. Habe ich es etwas zu früh erwartet. Und Punch. Nein. Ha, erneut der gleiche Scheiß. Wie eben. Wie wäre es mit einem Springboard-Move? So. Nein, schlechte Idee. DDT. Den macht er, wie schon öfters gesagt, ziemlich gerne anscheinend. Alter! Komm schon! Reiß dich mal zusammen, ey! Jetzt machen wir mal den Avada Kedavra. War doch so, oder nicht? Natürlich. Hecke versus Gegner am Boden. Hab ich doch gemacht. Na, dann machen wir halt Turnbuckle Powerbomb. Mir auch egal. Mir auch egal. Und danach machen wir den Seth Walker und probieren gleich mal eine Pin-Kombo. Nein! Er konnte ihn! Ich muss raus. Oh oh. Oh oh. Was hat er vor, der Taker? Nein! Nein, er macht seinen eigenen OMG-Moment. Diesen Diving, Lariat, Clothesline, whatever. Boom. Ach, hätte ich kontern können. Ich wusste gar nicht, dass man OMG-Moments zwischendurch kontern kann. Interessant. Ich glaube, das hat sich wohl erledigt. Erstmal machen wir den Rest draußen weiter. So, einmal über die Steps darfst du laufen. Oder so. Mir auch egal. Na, komm her, Taker. Komm her. So, da rasten wir mal aus kurz. Und eventuell zu viel ausgerastet. Gleiche Neckbreaker-Kombo, wie immer. Aber jetzt sollte es gehen. Jawohl. Hahaha. Komm, ich gehe mal zurück in den Ring. Und will halt wenigstens den Seth Walker einmal probieren. Und ob er beim ersten Mal klappt. So, auf den Kopf. Nee. Wollt er nicht. Wollt er nicht. Nein, nicht pinnen. Gut. Alles klar. Alles klar. So. Das machen wir gleich so. Kann doch nicht wahr sein, oder was? Und Signature Move hat er auch noch. Ich glaube, das geht etwas schneller vorbei. Raus. Ich habe nie mehr gekriegt. Raus.
raus. War ich etwa zu vorschnell? Ja! Nein! Nein! Raus! Raus! Kein! Raus! Geh raus, verdammte Scheiße! Warum bin ich denn... Warum habe ich einen Rebound gemacht? Sidewalk Slam. Raus, 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 raus. So, tschüss. Du kannst mich mal, Taker. Du kannst mich mal. Das Ding ist ja noch nicht gegessen. Das kannst du aber sowas von vergessen. Ha, gegessen und vergessen. Haus, Maus rein. Er hat einen Signature Move. Er hat einen Signature Move. Er hat einen Signature Move. Wie, warum? Da konnte ich gerade gar nicht. Konnte ihn erneut. Er hat zwei Signature Moves. Toll. Super. Super. Komm, mach doch nochmal. Mach mal eine große Freude. Es will uns rippen. So nicht, mein Freund. Nein. Nein. War wohl nichts, mein Freund. So. Na? Ich konnte schon wieder nicht kontern. Habt ihr es gesehen? Gar nicht cool. Gar nicht cool. Och, Mann. Jetzt hab ich kontert. Jedes Mal der gleiche Scheiß, ne? Jedes Mal der gleiche Scheiß. So. Wie sieht denn der Schaden bei ihm aus? Keine Ahnung. Wollte er meine Aktion nicht bekommen, der gute Taker. Der ist erst gelb. Am Kopf und Körper. Da wir unsere beiden Finisher noch nicht durchgezogen bekommen haben. Zu spät. Zu spät. Und dann macht ihr fröhlich munter weiter. Er whippt uns, okay. Ich bleib mal. Nein! Ich dachte, er dreht es noch um. Komm. Komm, Taker. Sei erbärmlich. Hab Erbarmen, so heißt das. Sidewalk Slam. Aber schon krass, wie wir vorhin aus dem Pin herausgekommen sind. Schon krass. Ich muss doch mal was kontern können hier. Ich will irgendeine Aktion zeigen. So. Geht doch. Taunten. Ja. Hat super geklappt. Nein, nein, nein. Taker, Taker. Wie viele Schokeslams hast du denn noch übrig in deinem Repertoire? Schön. Dann will ich mal einen Blackout zeigen. Wenn das klappt. Komm, nicht Content, nicht Content. Jawohl. Wir können den Blackout zeigen. Nimm das, Taker. So, den anderen Finisher, einen Signature Move können wir nicht zeigen. Jetzt! Jawohl! Der Seth Walker! Den wollte ich doch vorhin schon zeigen. Diese sollte uns so früh wie möglich zum Sieg führen, aber nein! Aber nein. So. Das sieht ganz okay aus. Zack. Ich brauche noch seine Resiliency. Weg. Ich brauche sie weg. Ich muss sie weg haben bei ihm. Ah,
ist so spannend, Leute. Jetzt ist aber gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut, Taker. Jetzt ist gut. Don't change my world. Er hat schon wieder den Signature Move. Erneut. Aber er hat ja auch noch nicht diesen Gong-Moment gehabt. Muss man ja auch bedenken. Das muss man auch bedenken. Er will uns whippen. Setzt nicht zum Finisher an. Komm, Taker. Nö. Scheiße, ich dachte, er läuft ein bisschen länger. Warum gibt's denn so Blitze? Ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Muss ich sagen. Das wird ein Dropper, der gekontert wird in den Big Body Drop. Und da will jemand hoch hinaus. Ich würde mal sagen, es ist der Undertaker, der schon wieder einen Signature Move hat. Ja. Mach deine Last Ride Powerbomb nur. Mach sie nur. Ist mir doch egal. Mein Wake Up Taunt oder Hell's Gate. Nein. Nein. Okay. So, okay. So, Signature Move. Den wir gar nicht zeigen können. Deswegen mache ich nochmal den Seth Walker. Und taunte dann mit dem Rücken zu ihm. Zu ihm. Und hoffe. Na! Schon wieder konnte ich nicht kontern! Was? Wer hat sich den Mist ausgedacht? Wer hat sich den Mist ausgedacht, hä? Oh cool, wie da hinten ein Fan feiert oder so. Da auch. So. Ich werde folgendes probieren. Gucken, wie sein Schaden sind. Sein Schaden ist. Ich brauche noch. Sein Körper auf Rot oder sowas. Oder erstmal die Resiliency weg. Das kann ganz gut funktionieren. So, mach weg, Resiliency. Geh weg. Schön, danke. Fein gemacht. Oh. Musik natürlich, wie immer, von Shira. So. Ich probiere es einfach mal so jetzt schon. Folgst du mir, Taker? Ich werde auf dich warten. Und so früh wie möglich versuchen, dir den Seth Walker zu verpassen. Na, komm hier rum. Na? Er kriegt 10 Gemmo von der Pro. Oh oh. Jetzt! Jawohl! Mit Pin-Combo! Jawohl, komm! Komm, 1, 2 und 3! Seth Rollins schafft es! Oh! Aber nochmal spannend zum Ende. Der Sleep. Setzt er den Sleeper an! Boah! Mein Herz, Leute, mein Herz! Letztendlich schaffen wir es mit Seth Rollins, die Streak zu beenden. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Geschafft. Huh. Jetzt kriegen wir den Resiliency-Bonus. Müsste ja eigentlich meine höchste Punktzahl sein jetzt, oder was? Ich glaube 61.000 war das höchste, was ich hätte. Nee. Pff. Kannst vergessen. Hm. Krass. Dann muss ich ja bei Selbstdarstellungen gespart haben. Oder sonstiges. Ja, komm, lad hoch. Der Platz, der Rang dessen Platz wird eh noch nicht aktuell sein. Time to let go. Na?
der Rang steht nicht, alles klar. Gut, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Eine weitere Folge Franz vs. Streak ist somit beendet und wir haben es nach einer nicht so schönen Episode beim letzten Mal wieder geschafft, die Streak zu beenden, auch wenn es nicht so danach aussah. Mit Seth Rollins via Seth Walker haben wir das ganze Ding beendet. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und vergesst doch bitte nicht in die Kommentare zu schreiben, mit welchem Wrestler ich das nächste Mal versuchen soll, die Streak zu beenden und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Haut rein!